So, ich bin Position 5. Was spielen wir denn? Oh, ein Patch ist da. Doch nicht mehr da. Der Crispy Bacon ist da. Was du da fragst, ist, glaube ich, nicht. Das ganze. Das Confidence Rating und das MMR, das hat, glaube ich, nur. Das Einzige, was da reinzieht, ist, was dein Confidence Rating und in deinem Team und was ist vom Gegner, und dann modifiziert er den MMR Gain oder Loss ein bisschen und das war's. Viel mehr passiert da nicht. Das war das ein bisschen. Aber das darf man nicht zu viel erwarten. Ja, sie hat halt im Dings geschrieben, im Blogpost. Das ist einer von mehreren Faktoren, was so impliziert eigentlich, dass da irgendwie noch andere Sachen eine Rolle spielen bei der MMR-Berechnung. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas noch eine Rolle spielt. Außer dein MMR, dein Confidence Rating und dann dein Team und dein Gegnerteam. Jeweils mit diesen Faktoren, und das war's. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie da auch mehr machen, aber ne. Naja, so, wir sind in der Lane gegen Nightstalker, Weaver. Der Stream sagt, wenn man sagt, eins von mehreren Faktoren, ohne sie zu nennen, sind es vermutlich zwei. Ja, man muss sich halt präsentieren können. Ja, das war eins von mehreren Projekten, an denen ich gearbeitet habe. Das zweite Projekt war Pause machen, zwischendurch beim anderen Projekt. Ich habe ein Projekt gemacht und Pause gemacht. Das war eins von mehreren Projekten. Wir sind sehr Magic Damage lastig. Dieser Zeus Pick gefällt mir nicht. Und hoffentlich macht er nicht so ein Shit-Build gleich mit frühem Manta-Style oder sowas. Das ist nämlich kompletter Shit. So, muss jetzt kurz. Ich laufe schon mal los, um zu warden. Bin eh ein bisschen spät dran. Auf der Offlane haben wir Nightstalker plus. Tja, plus irgendwas. Lich oder Silencer, beides möglich. Überlegt, was ich ein bisschen baue. Ich möchte halt traden können. Ich brauche bei Venomancer nicht groß auf Damage gehen oder irgend sowas. Ich muss halt so bauen, sag ich hier mit einem Ring. Auf Regen schon mal. Der mir einfach Möglichkeiten gibt, dass ich einfach sie weiter right-clicken kann. Weil wenn ich sie right-clicken kann, gewinne ich den Trade. So einfach mit einem Venomancer. Und eine Blood Grenade. Gibt mir noch ordentlich HP. Oh, ich habe keine Tangos. Das ist. Irgendwas habe ich doch gedacht, irgendwas fehlt hier. Tatsächlich fehlt hier was. Der Runenfall ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber für danach. Dann möchte ich wahrscheinlich schnelle Tranquil Boots haben. Wir haben First Blood, das ist nice. Möglichst umständlich das Inventar umsortieren. Oder geblockt. Okay, die Blood Grenade war ein bisschen verschwendet, meiner Meinung nach. Wenn du damit nicht killst. Da haben wir 15 Stück oder was? Ne, auch nur eine. Okay, weird.
Ja, jetzt. Why did you kill the creep wave? I'm gonna pull. Ich hatte mir genau das gemirrored, die Creep Wave. Und wir hätten halt. Ja. Das hat er komplett misplayed, der Anti-Mage. Hat die Wave rausgepusht ohne Not. Und dann stirbt er leider. Einfach. Zum Glück war das First Blood schon raus. Nice. Mit den ganzen Consumables reingebaitet in den Fight. Hat er schon mit Counterspell den Blast reflektiert. Tranquils kommen rüber. Ist auch bald Nighttime. Aber dieser Double Kill für Ember natürlich super. Ich würde vielleicht noch einen Observer mitnehmen sollen. Direkt bevor die Nighttime startet, hier ein bisschen Druck machen, ist das super. Check das hier mal. Rüberpullen.
Youth Scepter finde ich ja super gut im Spiel. Youth Scepter und Force Staff, beide super Items. Das ist Notation natürlich nicht so geil, aber gegen Silas sein gegen schon. You can't run from the venomous one. Mega for Silencer. Leider gestorben in der Zeit. Natürlich nicht so ideal. Den Lotus ja einsammeln. Bisschen Vision mit den Wards geben. Tower taking damage. Go for me. The enemy's bottom tower is falling. My enemy succumbs. It's not time yet. Job. Autsch. Aber vielleicht habe ich lange genug überlebt. Wenn der einen schlechten Fight gebaitet wird.
reach this spot. Bottom tower is under attack. Geht vom Zeus, sehr gut. Tränke jetzt ein bisschen laufen lassen. Aufgepasst, schon früher nehmen oder denyen können. Ember's top. Quite a spree. Even I like a little waffle. Check for what here, Zeus. Thank you. You can't run from the midnight. Можешь попытаться сюда ворваться и файтиться опять. Thank you.
Nullstep ist so nice gegen Nightstalker. So. Forststuff als nächstes. Nein. Zu doof zum Klicken. Da bin ich tot. Na gut, ich bin tot. Ich wollte mein Ult nicht mehr verschwenden. Da hatten sie mich. Poison Sting, Health Region Reduction sind für gar nicht so wichtig. Nicht so ein Region Team. Kann ich denn... Nächstes Talent mitnehmen für kurz einen Cooldown. Geschickt aufstelle, kriege ich glaube ich beide. Eventuell ist mich am Rand da noch was. Ups, der Hit. Oh, der hat reflektierte Blast, oder? Bom. Das war eine reflektierte Lich-Ulti, glaube ich. Farm der Axt. Die Axt. Ja,
noch einiges vor mir. Ja, vielleicht so ein, zwei Wochen, hast du schon recht. Dauert das schon noch ungefähr. Muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht mitbekommen, was mit dem Rest passiert ist. Ich dachte so, okay, wenn wir den Night Stalker dann beschäftigen mit dem BKB und allem und ihn dann slow und ziemlich viel Schaden machen. Ember, careful Ember. Ja. Dann kommen da auch andere, aber irgendwie waren dann unsere einfach weg. Wahrscheinlich war es richtig und ich hätte da viel früher zurückgehen müssen, aber ich habe nicht, ich habe echt nicht geschnallt, was sie dann gemacht haben da. Und nicht in diesem, ich weiß echt nicht, was die machen, sondern ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ich habe es nicht mitbekommen. Gesehen, aber da war überhaupt keine. Groß Dispels haben die nicht, dass sich hier Shard oder Scepter fett lohnt, finde ich. Das ist halt echt immer nice. Gegen Dispels und so ganz ohne eher nicht. Ups. Lief schon so komisch rüber, deswegen habe ich meinen Sentinel abgebrochen.
Not against BKB. I have Yule Scepter, but when he has BKB, I can't use it. Invis dispelled. Das haben sie nicht mehr. Das spellt immer noch die Sachen einfach von. Also den Swarm von Weaver, oder? Müsste. Rumgepritzelt hier noch. Ich mag Helden, die High Conversion geben können. Jakiro, Venomancer, so viel angenehmer zum Warden und Dewarden. Careful. My loyal ward. Plague our enemies. Hold them off. Not yet. Watch this spot. Is mine. The plague on our foes. Roshan and Brigitte are both about to find out what happens after you die. 31 Minuten 30. Ich merke mir mal was. Bei Roshan ist der Hammer. You can't run from the venomous one. My loyal ward. Slow kann schon extrem nice sein. It's not time yet. Watch this spot. I'm not ready. Ja, da war Push mit. They haven't course here. Mid-tower take damage. Dire has fortified their towers. It's a bad target, man. Drop it was a bad target. I need to kill Leech or Silence here, I don't know. The
No. He's quite low. Weggehurricane piked. Er ist direkt auf diesen Bild gegangen. Klappt aber einigermaßen. Finde aber auch nicht so super. 5-3 ist ganz okay. Aber auch nicht super. Ich glaube, wenn du noch ein Cast-Item vorher, ich glaube, wenn du halt ein Kaya zumindest vorher baust. Das Kaya kannst du dann auch in Kaya und Sanj oder Kaya und Yasha bauen. Der Bild ist ganz witzig auf dem Zeus. Ich weiß nicht, warum man den bauen möchte. Ich glaube. Ach komm. Mich fast weggenuckt halt mit einer Combo. Na, dann kommt er. Warum ist er knapp? Sehr schön. Okay, der überlebt. Nicht angezeigt, der Anfang mit dem Ember. Der hat mich fast gekillt. Am Anfang. Dann noch eine Silence. Sehr schön. Hey, Voltyuk! In der FN V-Sub. 20 Nachricht. Und moin, Mr. Babiste.
slowt uns viel zu sehr. Fuck. Zwei Barwex bekommen. Es hat langsam der Venomancer. Und der Fight sich so schnell verlagert und mit mobilen Helden wie Ember und Weaver und auch Nightstalker. Läuft. Auch toll, ganz gut. In the heavens, Halibert, Axe, don't again him. Kill the dead. From the venomous one, my loyal ward. Run you down. Need to get the tormentor again. Yep. Don't take the wisdom rune, please. Ja, dann kriegen wir beide das, nämlich. Ja, das ist gut. In letzter Zeit oft das Noxious Plague Talent genommen, aber das sind nicht so die High-HP-Helden. Hier ist dann eher mehr Wards, finde ich richtig nice. Das war wirklich ein guter Fight. Der freut sich sehr. Aber auch wirklich gut gespielt.
Stop winning. Nein, wir hören nicht auf zu gewinnen. Idee ist, er dachte, wir können es einfach beenden, das Spiel. Bis auf AM hat halt keiner Building Damage. Wir haben die Tier Force bekommen, aber ich glaube, wir hätten eine Lane leichter bekommen. Das war die Chance, fand ich, war nicht so hoch. Wir haben ja relativ schnell auch mit angegriffen. Ich glaube, wir hatten nicht den Damage dafür. Just think. Watch this spot. I don't understand it. Fight.
Ja, der jumpt uns halt immer schön in der Backline einfach. Nightstalker. Und dann sind wir ein bisschen gearscht mit den Supports. Smoken und alle am Leben sind. Check Roshan. Get out, we have no eggs. Get out, get out. Get, just run. No, run. Everybody run. If they get Zeus, run. Run. Being attacked. Plague our enemies. Tower is in ruins.
and gentlemen, Digital Sports. Wem können die Buybacks? Get your Buybacks. Der M hat sein Buyback. Ich hab's fast. Take the Tormentor. I used a lot. I have buyback if needed. They use global silence. I have buyback if needed. Wenn ich nicht zurückkaufen muss, wäre es natürlich super. Get your buybacks. Roshan and Radiant have resolved their differences in a peaceful, diplomatic manner. Give them a drubbing they'll not soon forget.
Spannend, spannend, spannend. Das wird eine schwere Highground-Defense. Mein Ex hat leider nicht so viel, wenn wir vorhin mal den anderen Ex gesehen haben. Da merkt man ein bisschen, wo es dem Ex hier fehlt. Na, wir brauchen die Items. Was ist da passiert? Ich habe noch Detection left. Habe ich die Wäsche? I misclicked and went to the low ground. Don't worry about this, man. We're just winning this game. This fucking game. Weavers hat komplett explodiert an der Blade Mail mit Rapier. Irgendwie zwei, drei Attacken. Und das war's. Hätten wir halt nicht diesen komischen Versuch gemacht vorhin auf den Ancient, dann hätten wir eine zweite Lane geholt, wäre das Spiel so viel einfacher. Das ist aber am Ende komplett chaotisch, das Game. Na,
Nightstalker war ein ganz schönes Problem für uns Support. Spielt er auch noch mit Nullifier. Bisschen. You're so bad. You're so bad. Super bad. Puff. Das war mal ein hartes Game auf jeden Fall. Wow. Ganz schön. Das war, wo wir die eine Lane geholt haben. Und dann. Wäre es echt besser gewesen, die zweite Lane zu holen. Hatten wir es geschafft zu beenden, keine Ahnung. Was ich gemacht habe, hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Mein Right-Click auf Venomancer in Gebäuden macht halt nichts. Dass sie so gar kein Dispel hatten, das hat mich geärgert. Das ist halt was, Venomancer nochmal richtig stark macht, das eigene Scepter zum Beispiel, dann war hier halt, wäre hier komplett nutzlos gewesen. Dispellen meine Sachen einfach nicht. Da ist das der Trick. Gegen Venomancer. Du brauchst natürlich solche Sachen wie Pipe, die sie übrigens auch nicht hatten. Das ist halt, glaube ich, gegen Zeus und gegen Venomancer und durchaus auch Oracle. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Fail, dass sie keine Pipe hatten. Aber ansonsten. Einfach kein Dispel bauen gegen Venomancer. Gut natürlich, wenn du es irgendwie mit einem Helden kombinierst, wo sie dispellen wollen oder müssen. Also ich gegen Silence oder so. Wenn man da kein Dispel hat, sieht man halt ziemlich alt aus. Irgendwann hätte es sich schon noch gelohnt, vielleicht, weil BKB dispellt auch, halt dann nicht so oft. Das ist nicht so jetzt wie ein Lotus Orb oder solche Sachen. Oder wenn du noch einen Helden mit Dispel im Team hast. Dann noch ein Abaddon oder ein Omni Knight oder irgendwas in der Richtung. Legion. Das wird dann gar nichts.